Hallo, wir wollen mal wieder ein bisschen an unserer Premium-Immobilie rumbasteln. Wir müssen zum einen bis zum Winter diese kleine Scheune hier abreißen und so umgestalten, dass wir dort den Pickup reinschieben können, denn der muss auch noch repariert werden. Und zum anderen müssen wir über den Winter bzw. bis zum Frühjahr dieses Gebäude hier, das Wohnhaus, abreißen. Da soll nämlich eine schöne Schleppdachscheune für unser ganzes Geraffel hin. Deshalb muss das gute Stück weg. Was braucht man im Winter, wenn man was abreißen will? Richtig, Licht. Licht ist das Wichtigste. Wir werden heute versuchen, einen Beleuchtungsturm zu basteln, der möglichst hoch und möglichst hell ist, damit wir auch in der dunkelsten Jahreszeit hier unsere Arbeit verrichten können. Viel Spaß beim Video. So ganz neu ist die Idee von unserem Lichtmast nicht. Wir hatten nämlich letztes Jahr schon einen an die kleine Scheune geschraubt, damit wir die große Scheune abreißen konnten. Wer das Abrissvideo noch nicht gesehen hat, Link ist hier oben rechts. Und ja, für diesen Abriss hat der Scheinwerfer sehr gut funktioniert. Er war wirklich ziemlich hell. Aber bevor wir jetzt einen neuen, größeren, besseren, helleren, längeren Mast installieren können, müssen wir jetzt erstmal den alten abschrauben. Das ist ein bisschen abenteuerlich, da die Montage des Mastes stattgefunden hat, als hier noch ein Dach war. Da konnte man den einfach hinstellen und anschrauben. Das geht jetzt natürlich wieder alles nicht. Da müssen wir ein bisschen rumklettern, ein bisschen abschrauben, ein bisschen runterlassen. Aber alles nicht so kompliziert. Und schwuppdiwupp, sind wir schon fertig. Wie ihr seht, haben wir jetzt den alten Turm abgebaut. Das war hier insgesamt war der um die 6 Meter hoch. Also ein 4 Meter langer Pfosten, wo wir das angeschraubt haben. Und in ungefähr 2 Meter Höhe hat er angefangen. Also 6 Meter ungefähr. Oben dran hängt ein 500 Watt LED-Strahler. Der hat ziemlich gutes Licht gemacht, also kann man sich echt nicht beschweren. Für das Geld, was er gekostet hat, der hing jetzt ungefähr ein Jahr draußen, wirklich in der Witterung, Wind und Regen. Hat durchgehalten, ist nicht kaputt gegangen, wurde relativ häufig benutzt, also schönes Ding, hat funktioniert. Wir wollen jetzt aber zwei Strahler dran bauen, aus dem einfachen Grund, dass wir einen weiteren Strahlwinkel haben. Wir wollen dann noch ein bisschen Weg bauen und wir müssen auch das Haus wegreißen, deshalb brauchen wir jetzt einen weiteren Strahlwinkel. Den zweiten haben wir noch da, den schrauben wir mit an. Und wie wir jetzt den Mast an sich bauen werden, habe ich mir noch nicht so richtig Gedanken drüber gemacht, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Ich habe hier noch ein paar 5x15x5 Meter lange Fichtenbohlen geholt. Die haben wir oben auf unserem Holzplatz mal gesägt. Die kann man ganz prima verschrauben. Das werden wir jetzt mal tun, damit der Lichtmast möglichst hoch wird. Los geht's. Bevor wir jetzt den Mast bauen, schauen wir uns erst einmal die 500 Watt LED-Scheinwerfer an, die wir bei unserem Chinese des Vertrauens gekauft haben. Diese beiden LED-Scheinwerfer habe ich jetzt schon abgebaut, beziehungsweise der war schon am Mast montiert, der hing schon ein Jahr lang draußen. Hat ganz gut funktioniert, haben wir keine Probleme gehabt. Den hier hatte ich an den Bauscheinwerfer montiert, den wir im Haus benutzt haben. Das war keine gute Idee, weil 500 Watt auf der Baustelle in einem 10 Quadratmeter großen Raum, da wird es blind. Und die zwei Stück haben wir letzte Woche jetzt gekauft. Die packen wir jetzt mal aus und schauen uns die mal an. Die ersten beiden Flutlichtstrahler hatten wir ja bei eBay gekauft. Wir haben glücklicherweise denselben Artikel wiedergefunden und gleich bestellt. Dort gibt es zwei Stück Flutlichtstrahler A500 Watt für mittlerweile 100 Euro inklusive Versand. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Die Strahler waren auch innerhalb von 2 Tagen da und sind wirklich absolut identisch zu den vor einem Jahr gekauft. Die Leistung ist wie gesagt 500 Watt bzw. 60.000 Lumen pro Strahler. 4 Stück dieser Strahler sollten eigentlich ausreichen, um das komplette Grundstück hier vernünftig beleuchten zu können. Aufgrund der hohen Leistung muss man natürlich auch ein bisschen den Abstand zu brennbaren Gegenständen beachten, also der Strahler an sich wird schon ziemlich warm. Bei der Montage sollte man auf jeden Fall den mitgelieferten Bügel verwenden, um genügend Abstand zur Wand zu bekommen. Eine direkte Montage an der Wand ist zwar auch möglich mit einem kleinen Winkel, aber das ist, denke ich, nicht zielführend. Das steht zwar alles nicht in der Artikelbeschreibung, aber ich denke, darauf sollte man dringend achten. So, genug rumgequatscht. Jetzt wird endlich der Mast gebaut. Die Konstruktion haben wir uns noch nicht überlegt, das machen wir einfach unterwegs. Einig sind wir uns nur darüber, dass wir die 5x15 Bohlen überlappend miteinander verschrauben wollen, so dass wir maximale Steifigkeit in das System reinbekommen. Bei der Gelegenheit können wir auch gleich einige Reststücke mitverarbeiten, die wir dann unten zum Ausfüllen benutzen. Und der Rest ergibt sich dann unterwegs.
Nach einigen Hin und Her haben wir uns dafür entschieden, einen dreilagigen Mast zu bauen. Das heißt, am Ende hat er einen Querschnitt von 15 cm x 15 cm. Sowohl vom oberen Ende als auch vom unteren Ende wird jeweils ein 5 Meter langer Pfosten aufgeschraubt und dazwischen wird mit möglichst langen Reststücken aufgefüllt. Dadurch sollte der Mast eine ausreichend gute Stabilität gegenüber Windlasten haben. Warte mal. So, wir machen jetzt mal eine kleine Probemontage und wir gucken mal, wie der jetzt ohne Lampen erstmal dasteht. So wie er ist, sehen können wir dann immer noch. So, die Probemontage ist abgeschlossen. Das sieht alles ganz gut aus, nur ein bisschen kurz, aber das behebt man gleich. Ja. Ihr müsst gießen, heißt das, dass ich vorspringen. Wir haben den Mast jetzt erstmal wieder hingelegt. Wir haben festgestellt, wir brauchen noch einen extra Meter, weil man braucht immer einen extra Meter. Ein längerer Lichtmast ist besser als ein zu kurzer. Deshalb werden wir jetzt noch unten einen Pfosten 15x15 an der Wand schrauben, wo wir dann diesen Mast draufstellen. Dann sind wir insgesamt bei 8 Metern Höhe und dann sind wir hier über allem, was auf dem Grundstück rumsteht. Den sägen wir jetzt noch zu und dann geht's weiter. Dieser Balken ist auch ein Reststück von unserem selbstgesägten Holz. Der hat einen Querschnitt von 15 x 15 cm, sägen wir jetzt auf 1 Meter länger. Dieser hier ist übrig von unserer Hausabstützaktion. Und zwar wollten wir das Bauernhaus, was ihr immer im Hintergrund seht, was abgerissen werden soll, eigentlich sanieren. Und dafür hätten wir drei Wände tauschen müssen. Für diesen Zweck mussten wir das Haus an drei Seiten komplett auf Stützen stellen bzw. auf Joche stellen. Wenn euch das Häuschen interessiert, schreibt es mal bitte unten in die Kommentare. Wir haben da schon relativ viel gemacht. Ich könnte euch da eine kleine Roomtour anbieten und unsere Abstützung zeigen. Das sieht schon ziemlich abgefahren aus. Schreibt es mal bitte unten in die Kommentare, ob euch sowas interessiert. Zurück zum Mast für unseren LED-Flutlichtstrahler. Wir haben ja jetzt die Pfosten alle miteinander verschraubt mit ganz normalen Holzschrauben, aber bei so einem Mast kann man das nicht einfach nur mit diesen Holzschräubchen da zusammenbauen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die keine dynamischen Lasten aushalten und sobald da der Wind ein bisschen dran rumruckelt, ist das eine dynamische Last. Deshalb wird jetzt ungefähr jeden Meter bzw. an jeder Bindestelle noch eine M10-Gewindestange durchgesteckt und das Ganze kräftig miteinander verschraubt. Das sollte auf jeden Fall halten. Die einfachen Holzschrauben sind da nicht mehr die Schwachstelle. Die sind zwar zusätzlich noch drin, die machen es nicht schlechter, aber das ganze Ding wird dann definitiv halten. Der wichtigste Bereich vom Mast sind die unteren 2 Meter. Dort wird es an dem großen Betonpfosten angeschraubt. Dafür nutzen wir auch hier Gewindestangen, die dann komplett aus den dicken Betonpfosten im Hintergrund durchgeführt werden. Dafür müssen wir aber größere Löcher in unseren Holzbalken bohren und das werden wir jetzt mal versuchen mit unserer 750 Watt Bohrmaschine. Vorhin haben wir einen 10er Bohrer genutzt, das ging ganz wunderbar und jetzt benutzen wir hier einen 14er Bohrer und es geht überhaupt nicht mit dem kleinen Ding. Da müssen wir jetzt erstmal schauen, ob wir den Bohrer hier wieder vernünftig rausbekommen. Also mit der Bohrmaschine an sich war da überhaupt nichts mehr zu holen, muss man dann ausspannen und hier wirklich mit der Hand und der Zange rumfummeln. Das Gute ist an solchen Momenten, da hat man wirklich genügend Zeit darüber nachzudenken, warum es eine bessere Idee wäre, dann doch mal vorzubohren, anstatt das ganze Ding mit Eimer reinzudrehen. Das haben wir dann auch gemacht und auf wundersame Weise hat es auch funktioniert. Jetzt fehlen noch die Gewindestangen, um dem ganzen Mast die Steifigkeit zu geben. Wir nehmen hier ganz einfache 4.8 M10 Gewindestangen.
mit speziellen Unterlegscheiben für Zimmermannsarbeiten. Die hatten wir mal für das Häuschen gekauft. Da haben wir ein bisschen Dachstuhl ausgesteift. Das war auch alles ein bisschen abenteuerlich. Das müssen hier auch nicht riesengroße M20 Gewindestangen sein. Das macht nämlich keinen Sinn, da den Querschnitt des Holzes weiter zu schwächen. Da lieber dünnere Gewindestangen und davon ein paar mehr als solche dicken Querschnitte. Die Schwachstelle ist im Endeffekt sowieso nicht diese Schraubverbindung, sondern das Holz an sich. Jetzt geht es an die Befestigung der LED-Strahler am Beleuchtungsmast. Diese wollen wir nur indirekt befestigen, da wir die volle Länge der mitgelieferten Bügel nutzen wollen. Dazu befestigen wir erst einmal ein paar Leisten am Beleuchtungsmast. Danach können wir die LED-Fluter dann in Ruhe mit Maschinenschrauben anschrauben, sodass auch hier bei einer Dauerbelastung durch Schwingung keine Probleme entstehen. Einen der Strahler müssen wir auch etwas schräg anschrauben, damit er mehr Richtung Wohnhaus zeigt. Dazu schrauben wir einfach einen schräg gesägten Klotz unter die Befestigungsleiste, schrauben das alles an, doppelt und dreifach. Und dann ist das Problem auch schon gelöst. Einziges Problem bei der Sache, wir wissen vorher nicht genau, welchen Winkel wir am Ende oben haben möchten. Also im schlimmsten Fall müssen wir den ganzen Mast da nochmal umlegen, wenn uns der Strahlwinkel hier nicht gefällt. Aber wir hoffen einfach mal das Beste. Und so sieht das ganze Elend jetzt aus. Die vier Befestigungslatten für die Strahler sind montiert. Jetzt bohren wir noch schnell ein Loch für ein Kabel für den LED-Strahler, der sich auf der Rückseite befindet. Denn wir müssen ja hier oben noch eine Anschlussbox setzen. Ja, und dann ist der Mast an sich fertig und wir schrauben nur noch die Lampen dran. Jetzt fehlt noch die Verkabelung. Wir wollen die LED-Paneele unterschiedlich schalten. Und zwar wollen wir einmal drei Paneele mit einem Schalter einschalten und das vierte nur bei Bedarf mit einem anderen Schalter hinzuschalten können, da das vierte Panel ziemlich Richtung Straße zeigt und das wollen wir dann ja nur einschalten, wenn wir es wirklich brauchen, dass sich da niemand auf der Straße gestört fühlt. Jetzt kommen die Grundhalter für die LED-Scheinwerfer an den Beleuchtungsmast. Diese werden mit Maschinenschrauben an dem Lichtmast befestigt. Das gibt der ganzen Sache einfach mehr Halt und Stabilität und außerdem kann man nachts ruhiger schlafen, wenn man weiß, dass der Schraubenkopf da oben jetzt nicht gleich wegrostet oder die Latte sich an der einen Stelle etwas spaltet. Das ist alles egal. Deshalb schöne Maschinenschrauben festziehen, man das hält. So, jetzt wird es endlich Zeit für die Montage der LED-Scheinwerfer. Wir wollen ja vier Stück dran schrauben, das machen wir jetzt auch. Die werden einfach nur seitlich im Aluminiumgehäuse mit Schrauben befestigt. Das hält ziemlich gut. Der Scheinwerfer, der schon seit einem Jahr bei uns im Einsatz ist, hatte da auch keine Probleme. Ich dachte erst anfangs, dass das alles durch den Wind verdreht wird oder sich verbiegt oder sonst was, aber der Grundhalter hält. Er wackelt zwar ein bisschen, aber da hatten wir noch keine Probleme, deshalb schrauben wir das einfach so original an und hoffen das Beste. So langsam geht's jetzt um die Wurst. Wir versuchen jetzt den Lichtmast zu montieren. Als allererstes schrauben wir mal unseren Extrameter an die Betonsäule. Das ist übrigens eine sehr stabile Betonsäule und wir schrauben den Lichtmast komplett durch. Das heißt, wir werden keine Dübel oder sowas verwendet. Wir bohren durch die komplette Säule mit unserem schönen langen Bohrer, machen eine Gewindestange durch und von hinten wird dann eine Eisenplatte oder ein anderes großes Unterlegelement untergelegt, so dass der Lichtmast keine Chance hat, ohne die Betonsäule umzufallen. Der obere Teil des Lichtmastes wird mit drei extra Gewindestangen befestigt. Da wir aber noch nicht wissen, wo wir die Löcher jetzt reinbohren, stellen wir den Mast erstmal hin, fixieren den und bohren dann in aller Ruhe alle Löcher, wenn es gerade steht.
Zu unserer aller Verwunderung ist durch die Montage der vier LED-Strahler der Lichtmast tatsächlich nicht leichter geworden. Wir dachten eigentlich, wir stellen den von Hand auf, aber dafür gab es zum Mittag viel zu wenig Klöße, das wird nichts. Deshalb nehmen wir für das Aufstellen des Lichtmastes wie immer unseren Bagger, warum auch nicht, er steht eh bloß rum. Los geht's! Wie ihr seht, hat unser Bagger noch ein kleines Defizit, und zwar fehlt uns ein Haken am Löffel. Das heißt, hier so ein Anschweißhaken auf der Rückseite des Löffels. Momentan müssen wir alles immer noch irgendwo in der Nähe des Löffels festschlunzen mit Schlupfen. Das ist sehr unbefriedigend. Wir werden demnächst dort mal so einen Haken anschweißen. Der Typ mit der schwarzen Mütze und der Kopflampe hat auch mittlerweile einen Schweißschein für solche Nähte. Deshalb werden wir uns demnächst wohl mal so einen Haken zulegen. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr euch für ein solches Schweißvideo begeistern könntet. Wollt ihr das sehen oder wollt ihr lieber wegschauen, wenn wir das dort ankleben? Der Mast steht, das Schlimmste ist überstanden. Wir haben ihn mit Spanngurten gesichert, sodass er nicht wieder abhauen kann. Jetzt bohren wir noch schnell die drei Löcher, schrauben den Mast an. Und dann überlegen wir uns, wie wir da oben in 5 Meter Höhe diesen Schlupf vom Bagger wieder abbekommen. Hat nämlich vorher keiner so richtig dran gedacht. Aber das Schlupfproblem ist schnell gelöst. Der Fatih hat da immer den praktischsten Ansatz. Wir sägen den einfach durch, da muss keiner hochklettern, der Schlupf war sowieso Müll, der Bagger ist frei und der Mast steht schon fast. Der Schlupf ist jetzt ab. Jetzt haben wir aber das nächste Problem. Der Mast hat sich zwischen zwei Baggerzähnen verkeilt. Das ist in der Tat ein Problem, weil der sich dadurch vom Baggerarm nicht lösen kann. Aber wir sehen das jetzt einfach mal als Belastungstest und ruckeln ein bisschen dran rum. Wenn er bei der Aktion jetzt nämlich umfällt, dann hat er sowieso nichts getaugt und wäre eine Gefahr für die Allgemeinheit gewesen. Da ist es besser, er fällt jetzt gleich um als erst in einem Monat. Am Ende ist wie immer alles gut gegangen. Der Baggerarm hat sich gelöst, wie ihr gesehen habt, und der Lichtmast steht auch noch. Wir sind jetzt fertig mit der Montage, er ist elektrisch angeschlossen. Wir warten jetzt nur noch auf die Dunkelheit und dann schauen wir mal, was die 4x500 Watt LED-Scheinwerfer so bringen. So, mach mal an. Wir sind für heute fertig mit unserem Lichtmast. Der ist 8 Meter hoch, hat 4 Strahler à 500 Watt. Insgesamt haben wir 240.000 Lumen Leuchtkraft. Für uns ist es ganz anständig, also wir können damit arbeiten. Mal gucken, wie der dann in dem Jahr aussieht. Wir sind mit dem Ergebnis ziemlich zufrieden. Wir können ja uns hier im Hof bei finsterster Nacht vernünftig bewegen. Können ja auch mit Maschinen arbeiten. Das ist gut, denn wir können uns jetzt auf das nächste Projekt konzentrieren, nämlich hier unserer kleinen Scheune im Hintergrund. Die muss ja noch weg dieses Jahr, damit wir dann mit dem Abriss des Hauses anfangen können. Das seht ihr dann in den nächsten Videos. Wir hoffen wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das Ganze genauso gelöst hättet oder ob ihr eine andere Idee gehabt hättet für einen Lichtmast. Würde uns wirklich mal interessieren, schreibt es mal bitte rein. Und ansonsten bedanken wir uns wie immer fürs Zuschauen und wünschen euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.